Ist eine äußerst seltsame Mission auf jeden Fall, aber wir werden sie trotzdem machen. Ich möchte halt gerne erstmal wissen, was da oben so los ist. Ich nicht, dass das echt heißt, ich von wegen die Einheiten, die ich aufstelle, darf ich, also die Einheiten, die ich da oben hinschicke, darf ich dann nur in der nächsten Mission einsetzen. Das wäre richtig dreist. Na, das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie sowas Fieses machen. Gut, es würde irgendwo Sinn ergeben, rein theoretisch, ne, aber es wäre trotzdem übelst fies. Ja, da ist gar nichts. Und in den Sektor komme ich auch hin. Soll ich da echt mal ganzen Truppen hinschärfen? Schieb mal ein paar ran, so ist es ja nicht, ne, aber... Ich bin trotzdem ein bisschen verplext. Ich muss eine Verteidigungsformation irgendwie aufstellen. Aber wie? Schieb da mal T-80er hin. Aufklärer, ich brauche noch einen zusätzlichen. Dann kommen die kleinen ZSUs. BMPs kommen dahin. Hm? Achso, ist da. Euch. Geh mal dahin. Die gehen mal dahin. Du bleibst hier. Brauche ich ein bisschen noch einen Aufklärer. Der geht dann dahin. Habe ich die da, die da, die da. Dann gehen die. Ne, gehen schon die BMPs hin. Dann geht der dahin. Dann habe ich mein ZSUs, die bleiben hier in der Mitte. Achso, die wollte ich einfach mal hochschicken. Einfach mal so zum Schauen. Irgendwie komme ich gerade auf die Mission überhaupt nicht klar, weil... Ich habe sonst eine Mission gehabt, wo ich wirklich alles platt machen soll. Und jetzt heißt es auf einmal, ja, geh mal dahin. Und damit kann ich jetzt erstmal nicht so viel anfangen. Weil ich halt, wie gesagt, nicht weiß, was ich jetzt wirklich hier tun soll. Soll ich wirklich einfach alles, was ich habe, da hochwerfen und gut ist? Kann ich mir nicht vorstellen. Irgendwie kann ich mir das nicht vorstellen. Jetzt die polnischen Aufständischen haben sich ergeben und Jaruzelski wurde freigelassen. Okay. Huch. Wundert mich, dass er jetzt freigelassen wird, aber okay. Jaruzelski? Halt mal, Moment mal, war das nicht der Anführer der Armee hier? Strange. Aua! Zu viele Helikopter bei unfähiger Flugabwehr ist ekelhaft. Das tut weh. So, ich bekomme ihn immer noch ganz gut. Was sind eigentlich die Gelevelten? Hier sind ein paar Gelevelte. Puh, wie ich von denen auch fast alles verheizt habe auch. Wie gesagt, irgendwie kann ich nicht ganz glauben, was ich hier eigentlich machen soll. Vielleicht mache ich die Mission demnächst dann nochmal neu, falls es das wirklich darum geht, alles da reinzuwerfen. Ich meine, gut, ein bisschen halten muss ich ja auch, weil... Ja... Ich traue dem Spiel nicht richtig zu, dass er mir wirklich nur die Einheiten zur Verfügung stellt, die ich da hochschicke. Weil das kann es mir nicht antun.
Bis. Hey, ihr seid Faggots, ihr seid... Ich wollte gerade sagen, ihr seid sonst allen möglichen auf den Sack gegangen. Kampfstufe 4, Kampfstufe 5, willst du dich verarschen? So schnell? Was kann ich noch dahin schicken? Flak auf jeden Fall. Wenn es halt wirklich darum geht, dass ich alles so hochschicken soll, was ich irgendwie habe. Was ich immer noch nicht ganz glauben kann. Ich versuche halt ganz spontan, wenn die Zeit am Ende ganz abläuft, einfach mal alles, was ich habe, noch irgendwie da reinzuwerfen. Ja, haben sie vielleicht jetzt auch nicht mehr geschafft. Schade eigentlich. Was kommt denn da angesaust? Aufklärungshelikopter. Sieh einer an. Die rennen genau meine BMPs rein. Oh Gott, das ist so ein böses Erwachen gerade für die. Oh Gott, sind die dämlich gewesen. Was könnte ich noch mit hochschicken? Infanterie brauche ich sowas überhaupt nicht. Mehr natürlich wäre sowas gar nicht mehr so verkehrt, noch da hochzuschicken, wenn es wirklich das ist. Oh. Ja, die Dinger. Ja, aber die kosten sehr viel. Ich möchte eigentlich gerade was weniger kostet, da reinwerfen. BMPs. Ich darf wohl die Hubschrauben benutzen, oder? Das kannst du mir nicht erzählen, dass ich nur die Einheiten mit... Nee, kannst du mir nicht erzählen. Ich wette mit dir, es geht auch darum, Vielleicht geht's ja darum, ich weiß es ja nicht. Ich habe halt keine Ahnung. Also ich kann mir da echt nicht drunter vorstellen, was man da jetzt wirklich machen kann für eine Mission, richtig. Zurück mit euch, ihr geht da gerade in eine Falle rein. Meine armen ZSUs, davon habe ich ja gar nicht mehr so viele da. Die Rakete fast auf den BMP eingeschlagen wäre, obwohl sie auf den ZSU einschlagen soll. Hey, ich hätte mal ein paar gehabt. Ja, mehr Panzer halt. Ja, ich hätte von euch ein paar ran, ne? Ihr kostet nicht sehr viel. Und euch traue ich zu, sehr durchkommt. Oh. Ah, Mixer. Wie war's nur mit dich, traue ich das zu? Komm, sage ich das, ich komme da fein wieder mit so einer Kacke an. Oh je, das ist ein böses Erwachen für die Jungs da vorne. Ja, ich hab's ja gesagt. Ich komme auf die Mission halt irgendwie nicht ganz so drauf klar. Ich meine, was wollen die von mir? Ja klar, ich kann es lesen, aber trotzdem, ich komme darauf nicht ganz so klar. Ich habe jetzt spontan gedacht, in der Mission geht es eher darum, na sagt schon. Hier, die feindliche Frontalverteidigung zu durchbrechen, während ich zugleich aber auch meine Hinterverteidigung halten muss. Sowas zum Beispiel. Da hätte ich mich jetzt eher mit identifizieren können, aber, so warte, ich weiß nicht. Oh, da kommt er auf mich angeschissen. Ich sollte besser in den Busch gehen und hoffen, dass er auf die Falle reinfällt. Huhuhu, das klang so lustig. Tut er auf jeden Fall. So, die bösen Gazellen sind alle weg. Das heißt, wir schieben mehr Kräfte rein.
Bildlicher Durchbruch im norddeutschen Tiefland. USA bei Fulda aufgehalten. Ach, das stimmt ja. Gibt ja auch eine Offensive in DDR, da war ja was. Weitere Panzer. Von denen habe ich noch einen Haufen. Und da geben wir meine Punkte für aus. Okay. Oh, ich werde verfolgt. Mit ein bisschen Glück kommt er doch trotzdem noch an. Mit ein bisschen Pech aber auch nicht. Ich finde es ja nett, dass ich ihn anstarrt, aber ein bisschen gegenschießen wäre auch nicht verkehrt. Macht da wenig Sinn, der Feind kommt eher im Süden. Aber hey, die Amixe scheinen sich ziemlich wehrlos gegenüber den T-80ern. Wie halt keinen Bock auf mich hat. Irgendwie, ich weiß nicht. Irgendwie. Weiß ich nicht, was ich von der Mission halten soll. Ich meine, nur von der Idee her, schmeißen sie alles, was sie haben, nach vorne. Ist ja gar nicht mal so verkehrt, aber so. Ich habe halt richtig Schiss, dass die Kampagne wirklich so ernst ist und am Ende dann sagt, ja, das hast du retten können, das darfst du in der Mission nur einsetzen. Und ganz ehrlich, irgendwo habe ich das Gefühl, schließt die Kampagne am Ende halt auch ab. Ich kann mir nicht vorstellen, wie die Kampagne jetzt in der nächsten Mission abschließt, weil Offensive der NATO und DDR und so. Gut, der Widerstand in Polen ist so gut wie gebrochen, aber trotzdem? Der Rest bricht zusammen? Oh, jetzt hört auf, mit so einem kleinen Pupshaufen meine Panzerreihe auszunocken. Die brauche ich doch noch. Ist ja nicht so, dass mir was angehen würde, aber hey. Boah, wie viel Material der da an der Front hat. Als er wirklich mir sagen möchte, no, ihr kommt da nicht mehr durch. Was ist denn das da überhaupt da vorne? Sieht mal aus wie ein Haufen kleine Scheiße. Kleine Scheiße, die ihr nicht treffen könnt vor allem. Kleine Scheiße, die vielleicht nur 50 Meter weit weg ist und die ihr immer nicht identifizieren könnt. Na okay, das ist jetzt echt hart, das nicht zu identifizieren zu können. Ich meine, ihr guckt... Ihr könnt aus dem Panzer aussteigen und immer zuwinken, das sieht er locker. Alter, die zerpflücken gerade meinen gesamten Panzer, auch wenn es Scheißpanzer sind, die ich ja habe, aber trotzdem, die zerpflücken meine Panzer. Me not like this. Ich kann einfach befehlen, alles nach vorne zu schicken. Oh, eine Idee. Aber glaube ich nicht, dass es das Ziel ist, wirklich alles einfach dahin zu werfen. Irgendwie muss doch da, ich weiß nicht, was anderes bei gehen. Sag mal, wollt ihr mich eigentlich natzen oder so? Die stehen fast neben euch, ich stehe die ganze Zeit daneben. Ist halt schon was hart. Ja, jetzt können wir schon nochmal zwei Apaches oder sowas laden, ne? Und finde ich mich erstmal. Oder was ist das da? Ach, könnt ihr nicht sehen. Ist nur genau über euch. Ah, jetzt könnt ihr es sehen. Immerhin sind es nur Aufklärer. Ist nicht ganz so tragisch. Schön, acht Panzer verloren, die vier leben noch, aber auch extrem angeschlagen. Ach, eine Gazelle hängt da rum, ja. Ach, so ein Feindpanzer da vorne, das erklärt, warum sie so lange ausgehalten haben. Ja gut, bei den Gazellen kann man machen, was wir wollen, die kriege ich nicht kaputt. Zurückbleiben. Und vielleicht nochmal...
Panzerhorten. Ah, was eine Kacke, wie viel ich da gerade verloren habe, ne? Ich weiß immer nicht genau, was ich diese Mission eigentlich halten soll. Ich weiß, es hängt euch bis zum Ohr raus, aber trotzdem, was soll ich von halten? Weil muss ich jetzt hier einen Zwischencut setzen auch noch. Ist ja noch döver. Stand da gerade Gehölz? Ja, Gehölz. Okay, Gehölz wäre auch irgendwie falsch. Ja, probiert mal den gemeinsamen Durchbruch. Ich meine, ihr seid ja von der Zahl her ziemlich stark. Ich bin jetzt gerade wie ein bisschen typisch, dass die Gazellen gerade nicht auf mich zugerannt kommen, wie die davor. Also hier sagen, oh, jetzt klar, die Gazellen kommen auf mich zu, ne? Erstmal eine Runde erschießen und so. Nee, die sind nicht so dämlich. Oder habe ich erst an einer bestimmten Anzahl an Einheiten gewonnen? Ach, ich gewese doch nicht. Na, schieß jetzt die Panzer an. Hab keinen Bock, dass es mit dem... Ja, jetzt heim wir sie mal total überlegen. So lange, bis uns alles abgeschossen wird und wir von der Zahl nicht mehr überlegen sind. Ist ja nicht so, dass der Feind nur, keine Ahnung, 6 Panzer hat? Und ich hätte wie viele? 12? Doppelt so viele also? Ah gut, der hat die besseren Panzer, das muss ich schon zugeben. Aber trotzdem, das ist schon ein bisschen irgendwie Arschloch, was er da so Material hat. Ich meine, gut, ich hänge mitten im Kessel drin, aber hey, trotzdem. Was soll das? Aber die Aktion, die jetzt hingeführt hat, fand ich echt sehr interessant. Ich meine ja nur. Ja, unsere Truppen in der Tschechoslowakei werden fast eingekesselt. Wir müssen mal hingehen, denen zu helfen. Bist du da? Oh, wir sind irgendwie jetzt auch eingekesselt. Ja, hi Kumpels. Na, wie ist so im Kessel? Ach, da sind die Gazellen jetzt. Da sieh mal an, jetzt trocken die manchmal. Ja. Ich weiß ja nicht, wie lange ich schon meine T-62er auf die T-55er schießen, aber sie einfach nicht kaputt bekommen. Das ist so useless. Mit diesen kleinen Dreckspanzern. Jetzt kommen die Bradleys und räuchern weiter aus. Ey, ist doch nicht mehr normal. Oh, ist nach vorne. Mein Gott. Ich weiß, ich kann es auch geschickter machen und schlauer machen. Aber es ist so fucking krank, wie wenig Einheiten der Feind hat. Was? Weitere Division dringen mit der Ukraine und Kaliningrad in Polen? Achso. Gegenangriff in Vorbereitung. Ah. Es ist halt so hart, wie wenig Truppen der Feind da hat und wie viel er damit rausholt. Ich habe gleich keinen Bock mehr und schmeiß einfach alles, was ich habe, nach vorne. Ich weiß halt echt nicht, was ich machen muss. Muss ich bestimmt eine Anzahl an Einheiten dahin schicken? Ne, wenn wir was mir auch sagen, ne? Bringen Sie 50 Einheiten dahin oder sowas in der Art. Ja, ich würde den 50 Helikopter hinschicken. Keine Ahnung. Schade, ich wollte mir den Napalm angucken. Ja, aus der stolzen Panzerstreitmacht ist nichts mehr übrig und wird niemals den Rest vom Wald aus sehr weggefokust. Aber da sie ja fliegen, können sie ja wunderbar was machen. Nämlich gar nichts. Ich hab's aus... Ach so? Du Arschloch. Ich habe das Gefühl, ich muss die Mission nochmal neu machen, beziehungsweise ich mache sie einmal, um zu gucken, worum es da genau geht, und vielleicht mache ich sie dann nochmal neu. Ich weiß halt nicht, was ich hier machen soll. Keine Ahnung, ich bin gesagt ein bisschen überfordert. Wir sehen uns beim nächsten Part, Leute, wenn es irgendwie ein bisschen besser läuft. Bis dann!